So, die erste Partie ist im Kasten. Ja, Sonntagnachmittag. Wir haben uns noch mal kurz hingesetzt, haben Katan gespielt. Ich weiß gar nicht, wo mein Stativ gerade ist. Haben gerade das Zug um Zug Deutschland gespielt. Sind ja doch zwei, drei kleine Änderungen drin, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Eine Änderung ist ja, die Zielkarten gibt es jetzt in zwei Kategorien. Längestrecken, kurze Strecken. Da hat man schon am Anfang so ein bisschen eine Überlegung, wie man seine Arbeit ein bisschen aufteilt in der Partie. Und das zweite ist ja, dass es nicht mehr Bonuspunkte für die längste Strecke gibt, sondern Bonuspunkte für Bonuspunkte für erfüllte Zielkarten. Das heißt, wenn man am Anfang vier Zielkarten, kurze Zielkarten nimmt, ist man dem wieder näher, als wenn man halt auch lange Strecken nimmt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Waren richtig krasse Haarschneidermaschine, kommt diese Woche. Wir haben zu dritt gespielt. Der erste Zug von meiner Freundin war gleich komplett gegen mich. Gefühl, mein ganzer Plan ging nach hinten los, sofort umbauen und dann war es wirklich, erst war es im Westen eng, also um Köln, Düsseldorf nach Frankfurt runter und dann wurde es nach Dänemark oben spannend. Also das war eine richtig coole Partie. Ich habe da richtig gerade ein Lachen dran gefressen an diesem Zug und Zug. Ich werde mal nach anderen Plänen nochmal gucken. Vielleicht kann ich das auch in der Göttingen-Gruppe, in unserer Göttingen-Spielegruppe, wenn sie irgendwann mal wieder stattfindet, nochmal stattfinden lassen. Gut, ich schiebe das Video jetzt einfach heute nochmal raus. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen schönen Tag. Schickt mir Fragen bitte in das letzte Video von vor ein paar Stunden. Schickt mir da einfach noch ein paar Fragen drauf, damit ich morgen ein Q&A mache. Ich hatte jetzt gerade Bock, nochmal ein zweites Video zu machen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.